Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir hier uns aus Torghast, den gewundenen Korridoren, erspielen können. Und wie das funktioniert, werde ich euch zeigen, beziehungsweise als erstes schauen wir uns natürlich das Toy an. Und zwar schimpft sich das Toy Helm der Beherrschten und wenn wir diesen Helm aufsetzen, dann bekommen wir ein Aussehen von einem Schlund gebunden und das wollen wir jetzt mal machen. Das Ding hat eine Stunde Abklingzeit und wie lange hält's? Es hält 10 Minuten und ihr seht, wir sehen aus wie so eine normale Wache, die im Schlund rumrennt, beziehungsweise in Torghast hier rumrennt. Und ja, das ist doch eine recht coole Geschichte. Also ich finde, das sieht recht nice aus. Meine Waffe passt hier zufällig relativ gut auch noch dazu. Hat was, ne? Leider nur 10 Minuten, finde ich ein bisschen schade, hätten Ticken länger sein können, aber so als Verwandlungstoy auf jeden Fall doch was, ja, ein bisschen Einzigartigeres. Gut, wo können wir das Ding herbekommen? Und zwar bekommen wir das aus Torghast, die gewundenen Korridore, und zwar haben wir ja hier, ne, wenn wir hier reinkommen, hier oben, wenn wir links rumlaufen und geradeaus in der Mitte, haben wir ja die normalen Torghast. Möglichkeiten, wo wir immer bis auf 8 hochspielen können und unsere Seelenasche bekommen. Und hier rechts, wenn wir rechts laufen, dann haben wir hier die gewundenen Korridore und das ist eine Geschichte, die wir erst freischalten müssen. Wie schalten wir die gewundenen Korridore frei? Und zwar müssen wir dort einfach bei Bolvar in Oribos, jede Woche gibt es da eine Quest, dann muss man irgendeinen retten, man muss mal Bane war glaube ich ganz am Anfang, man muss mal Jaina retten und die ganzen anderen, die da drin sind, bis ganz am Ende man quasi dann mal für Anduin losgeschickt wird. Und hier ist es so, Shaul hat man glaube ich auch gerettet zwischendurch, und wenn man diese komplette Questreihe bei Bolvar durch hat, dann ist die letzte Quest, dass man in die gewundenen Korridore muss. Und damit schaltet man die gewundenen Korridore frei und soweit ich weiß, ist das auch Battle.net-Account gebunden, also man kann im ganzen Battle.net dann mit seinen Chars in die gewundenen Korridore, ist aber irrelevant, denn in den gewundenen Korridoren gibt es nur kosmetische Belohnungen und alle diese kosmetischen Belohnungen sind eh account-wide, wie zum Beispiel ein Toy, was wir hier kriegen. Warum sollte man mit Sphinx nochmal reingehen, aber man hat zumindest die Möglichkeit. Es gibt bestimmt Leute, die da Gründe finden für. Ich sehe die jetzt eher nicht. Es gibt insgesamt in den gewundenen Korridoren sind es insgesamt 8 Ebenen, auch wie bei den normalen. Bloß sind es hier wesentlich mehr Ebenen in den Korridoren einzeln drin. Im normalen sind es hier 8 und ich glaube, in den gewundenen Korridoren waren es 18 waren es. Ich habe alle durchgespielt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es waren 18. Also man hat dann halt 18 mal 8 Ebenen und hinten raus werden die schon relativ schwierig. Man hat aber da auch wesentlich mehr Trades, die man wählen kann. Wenn man wirklich viel mitnimmt, hat man am Ende 100 zusätzliche Trades, die man wählen kann, Pi mal Daumen. Ich war, glaube ich, zwischen 70 und 100. So bin ich immer geschwankt bei den einzelnen Ebenen. Und da wird es dann auch viel relevanter, was man nimmt. Und manche Sachen wären natürlich wesentlich stärker, wenn man bestimmte Trades nimmt. Wenn man natürlich die nur 1-2 Ebenen hat, wenn man die hinten bekommt, sind sie wenig stark. Wenn man die aber dann über 18 Ebenen aufbauen kann und mit anderen kombinieren, geben sich da nochmal ganz andere Möglichkeiten. So, jetzt wollen wir aber darüber reden, wann wir das Toy bekommen. Und zwar, beziehungsweise es insgesamt gibt. Es gibt 4 Belohnungen, die wir bekommen über die gewundenen Korridore. Gewundene Korridore Ebene 2 gibt es ein Haustier. Dann Ebene 4 gibt es das besagte Toy, das ich euch eben gezeigt habe. Also hier den Helm der Beherrschung. Dann gibt es auf Ebene 6 gibt es einen Titel. Spitzenpirscher heißt der. Und auf Ebene 8 gibt es dann ein Mount. Und zwar Korridorkriecher, das ist so ein Hundemount, was man dann dementsprechend hier auch im Schlund nutzen kann und im Schlund dann auch laufen kann. Ich kann euch gerne nochmal der Vollständigkeit halber das Pet und das Mount zeigen. Todessucher, wobei ich wahrscheinlich fürs Mount dann eh nochmal ein eigenes Video basteln werde. Also hier ist das Pet, das ist der Todessucher und das Mount, da müssten wir Torghast, wenn wir einfach eingeben, dann kommt hier der Korridorkriecher, sieht ähnlich aus wie die Hunde, die man draußen sich schon so holen kann und das kann dementsprechend auch außen geritten werden. Schauen wir uns dann aber nochmal ein bisschen genauer in dem Mount Guide Video an. Was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr da ein paar Tipps braucht, zum gewundenen Korridoren an sich. Ich habe alle Ebenen durchgespielt. Die oberen 3 Ebenen habe ich mit aufgenommen. Falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne reinschauen. Wie gesagt, es gibt ein paar Trades, die tatsächlich Sinn machen, dass man sie mitnimmt. Unter anderem habe ich hier auch live gesteckt. Das macht da tatsächlich Sinn. Vor allem in den hinteren Ebenen, da die Mobs dann doch relativ
krass reinhauen. Teilweise hauen die dann ein paar hunderttausend raus und da sollte man dann schon ein bisschen mehr Leben haben. Aber wie gesagt, da habe ich dann nochmal eine kleine eigene Serie, wo ich die einzelnen Dinger durchgelaufen bin. Ich habe zwischen einer Stunde und am Ende fürs letzte eben eine 2,5 Stunden gebraucht, hatte ein bisschen Probleme mit Disconnects. Also ich hoffe, dass Blizzard das mittlerweile gefixt hat, wenn hier der Toy Guide rauskommt. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Disconnects in Torghast. Hab's aber dennoch abschließen können. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Wir wollen es jetzt gar nicht zu lang rausdehnen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte dadurch was mitnehmen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.